Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hustle Castle. Ich habe gerade eine kleine Fehlaufnahme gemacht, deswegen gleich nochmal von vorne. Und zwar haben wir jetzt den Mana-Brunnen und da muss eigentlich nicht mal jemand drinne stehen, damit da irgendwas passiert. Aber jetzt steht da jemand drin, ich habe diesen Lobob hier reingetan und ich habe festgestellt, wir können nur noch 4 Personen in die Vault, in unsere Burg mit reinnehmen. Was so viel bedeutet, wie dass ich momentan 4 auf meiner Liste habe. Für alle anderen, die jetzt sich jetzt noch beworben haben, da kamen noch einige nach, sollten wir mehr als 15 Personen später haben können, ich weiß es natürlich nicht, dann kommt ihr dazu. So, töte 50 Untote, ja, Mission, öffne 50 Truhen, ja, nice. Erhalte beliebige Ausrüstung, fast. Wir kriegen Punkte ohne Ende. Und ich möchte jetzt gerne mal gucken, hier ist nämlich der Dude, den wir in der letzten Folge nicht besiegen konnten. Ich würde gerne gucken, ob man die Verteidigungsanlage sehen kann. Man kann die Verteidigungsanlage sehen, denn wir haben da einen Gegner, der könnte für uns perfekt geeignet sein. Und zwar, ich weiß gar nicht, war das Ulvin? Ich glaube, das war Ulvin. Ulvin? Oh. Keine Verteidigung. Ein Tankmagier. Und 2 Tanks. Ich probier's. Angriff, Freunde. Ich mach den kaputt, den Jungen. Boom. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Es ist ein Magier und er kann auch heilen. Aber es bringt gar nichts. 2 Tanks alleine bringt nichts. Da muss noch hinten ein bisschen Damage rauskommen. Und das Schöne ist, mein Tank kann ausweichen jetzt. Da bin ich sehr stolz drauf. Der Ausweichtank. Sieg. Huch. Mana, ich hab Mana bekommen. Auch überhaupt kein Mana-Brunnen. So, sind die 5 Minuten um. Ich habe aus Versehen, na gut, aus Versehen nicht. Ich habe absichtlich diesen Stein versucht zu entfernen. Allerdings waren das 5 Minuten. Das heißt, es ist keine 1 Minute mehr, sondern 5. Da bricht Feuer aus. Okay, wieso nicht? Na gut. Wieso fliegen da jetzt Smileys durch die Gegend? Und ich muss niesen. Eine Sekunde. Fertig genießt. Gut. Folgender Plan. Wir greifen einen Eindringling an und dann werden wir weitermachen. Ne, bist du flauschig? Ist das ein Plan? Der wird hier gleich durchs Bild laufen. Passt auf. Der ist nämlich scheiße langweilig und da legt er sich nämlich neben meinem PC hin. Kommt der jetzt gerade? Ja, ist der flauschig. Langeweile. Ja. So, und währenddessen haben wir die Typen besiegt. Nichts leichter als das, Freunde. Gut, eine Truhe erhalten. Und die öffnen wir jetzt, denn dann haben wir noch einen Erfolg mehr und wieder mehr Punkte. Kleidung. Ich muss hier echt mal irgendwie die Kleidung durchgehen, ey. So, 425 haben wir schon. Elias ohne Ausrüstung? Was ist denn los mit dir? Hier, leg die an. Ach, die anderen machen ja gerade Nachwuchs. Stimmt, da war ja was. Also, sie ist schon viel schwanger. Also, los. Dann zurück an die Arbeit mit euch. Perfekt. Ja, der Trophäenraum. Ich würde ihn gerne da oben hinbauen. Plus 2. Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Arbeitest du eigentlich jetzt? Okay, sie arbeitet. Mehr wollte ich doch nicht wissen. Gut, dann gucken wir mal nach einem neuen Feind. Sehri, stimmt. Sehri, bei dem wollte ich gucken, ob der Verteidigungsanlagen hat. Denn er ist mir fast ebenwürdig. Er hat keine Verteidigungsanlagen. Und er hat einen Bogenschützen sowie einen Zauberer, der was kann. Ach, das ist Baxi. Was hast du denn da? Belebt hin und wieder einen Verbündeten. Ah, ja. Aber er kann nicht heilen. Wobei 4000. Was heilt Baxi so im Schnitt? 1000. Wenn er den Krieger wiederbelebt.
Das ist schon ein knappes Spiel. Wir gucken uns andere Gegner an, also ich habe da jetzt keine Eile. Ich weiß, ich muss 50.000 zusammenkriegen, wegen der Clanburg. Aber naja, 10.000 und... Ja, er hat eine Verteidigung. Verteidigung. Und er hat einen Heiler. Ich traue mich doch nicht so. Ich brauche erstmal Zauber. Ich will erstmal Zauber haben, damit ich dem ordentlich aufs Maul geben kann. Naja. Besiegen wir erstmal noch eine Invasion. Ich brauche jetzt gute Gegenstände, um anzugreifen. Und eventuell werden wir gleich erstmal die Magiewerkstatt bauen, bevor wir anfangen, die Clanhalle zu bauen. Weil die Clanhalle dauert wirklich lange. Los, mach sie kaputt, Junge! So, diese Mission muss ich aber heute auf jeden Fall noch schaffen, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen und diese Quest durchmachen. Ich will nämlich diese zusätzliche Truhe haben. So, das heißt, wir knüpfen uns jetzt einen nach dem anderen vor und dann freuen wir uns. So, oh, noch eine Truhe. Okay, wir machen ein Truhen-Opening, aber vorher Werbung. Ich hasse diese Werbung, wisst ihr das? Jedes Mal bekommt man scheiß Widescreen, wenn man sich die Werbung reinzieht. Hier, gib mir die Belohnung. Ich muss das unbedingt jede Stunde einsammeln. Am besten jede Stunde. Sagen wir mal, ich komme jede Stunde einmal online. Sagen wir 10 Stunden. Dann hätte ich 50. Das würde. Oh, ich würde so schnell vorankommen. Ach du Scheiße. Gut, komm. Wir müssen noch ein paar Eindringlinge besiegen. Fangen wir hier unten an. Um diese Bonustruhe zu erhalten. Und ich hoffe einfach mal, dass da irgendwas drin ist, womit wir halt alles ein bisschen zu Ende bringen können. Und wir müssen gleich was bauen. Oh, stimmt. Komm, bringt's zu Ende. Okay. Ich muss sagen, ich verschwende hier wirklich sehr, sehr viele Äpfel. Nur für diesen Scheiß, nur für ein paar Truhen. Aber es sind Truhen. Was soll ich sagen? Ich liebe Truhen. Kommt direkt der nächste Truhe. Der nächste Truhe. Ja. Der nächste Truhe. Ha, genau! Na ja, dann... Wetterrost. Heilung, ich brauche ein Krankenhaus. Wir wollten was bauen, ne? Stimmt, wir sollten etwas bauen. Mana Pool brauche ich jetzt noch nicht. Clanhalle wäre natürlich schön. Bauen wir erstmal Magiewerkstatt. Direkt daneben hin. So, und dann bringen wir es erstmal zu Ende. Und dann muss ich, glaube ich, ein bisschen warten, bis die Clanhalle, bis das Dingenskirchen fertig ist. Und vorher versuchen wir vielleicht noch ein bisschen Geld zu erfarmen bei Gegnern. Das wäre schon nice. Ich muss sagen, wir werden jetzt, wir kriegen immer mehr Gegner und das gefällt mir. Das heißt, man kann sich immer zwischendurch mal aussuchen. Man kann nicht ewig durchrushen. Das geht halt nicht. Das finde ich ein bisschen traurig, aber es ist natürlich fair, wenn jeder das Gleiche hat. Wenn, sagen wir mal, Hans-Dieter hat tagsüber nur ein, zwei Stunden Zeit, das Spiel zu spielen, dann zack, klappert er alle Gegner ab und freut sich deinen Keks. Andere könnten das den ganzen Tag durchziehen und angreifen, angreifen, angreifen. Das wäre natürlich unfair. Na gut. Last Man Standing. Huch. Wie der hintere einfach umgekippt ist. Hm. Ja, wieso nicht? Easy. So, Truhen Opening, Freunde. Ja, sehr schön. Manchmal erinnere ich mich gerne an meine Jugend, als ich dabei war, mein Lebenswerk zu wählen. Ich hätte ein Weiser oder ein Weißer oder ein schwarzer Magier werden können. Am Ende habe ich den Weg des grauen Zauberfrosches gewählt und ich bereue nichts. Okay. Why not? So, Truhen-Opening, Freunde. Öffnen. Boom. Eine gute Keule. Weiter. Ein Ticket, Bogenschützenklamotten und eine Zauberkraft. Okay, ich dachte, das wäre für Bogenschützen gewesen. Eine Armbrust, ja, eine grüne Armbrust. Ein bisschen Geld. Nochmal Geld. Und nochmal Geld. Was? Oh, nein. Gut, wir haben verdammt viel Geld bekommen.
Gucken wir mal. Keule. Betäubt beim Angriff einen Gegner mit einer Chance von 19% für 2 Sekunden. Betäuben oder Flächenschaden? Also wäre schon cool, wenn wir Betäuben hätten. Ich meine, Flächenschaden ist natürlich eine geile Sache. Ich glaube, Betäuben, wenn man sogar auf Tanks einschlägt, momentan gibt es ja nur einen Tank vorne, im besten Falle, liebe 3 Tank-Freunde. Und dann könnten wir mehr aushalten, weil wir auch gleichzeitig ausweichen. So, verursacht beim Angriff mit einer Chance von 16% in 3 Sekunden. Anlegen nicht möglich. Na, gucken wir mal nach Zauberkraft hier. Was war das hier? Zauberkraft erhöht sich, Gesundheit sinkt. Aber auch 15. Oh, ich brauche dieses Scheißgebäude auf 15, ganz ehrlich. Oh, öffne Truhen. Oh, hab ich. Dankeschön. Noch eine Truhe. Und es ist ein Ring. Ein gewöhnlicher Ring. Mana-Produktion. Ja, dann. Bitte. Hier. Zieh's dir rein. Gut, so viel dazu. Wir müssen noch so viel machen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie mal einen Gegner noch angreifen. Wir gucken mal im Orkwald nach. Da haben wir einen Dekus. Dekus müssten wir platt machen können. Dekus hat keine Verteidigung. Hat einen Magier, der heilen kann. Wieso bin ich schwächer geworden? Ah, wegen des AOE-Damages. Ich glaube an meine Leute. Ich glaube daran, dass Baxi heilt. Und ich glaube an die Betäubung. Er hat auch den Betäuber. Lol. Oh, das sieht gut aus. Komm schon. Komm schon. Ja. Heilung. Nein! Betäub ihn doch! WTF, wie konnte ich das verlieren? Ernsthaft? Das sah so gut aus! Das sah einfach so gut aus! Oh, warum? Warum? Ja. Verkackt, würde ich sagen, ne? Aber es war schon nicht schlecht, es war schon nicht schlecht. Zachary oder russischer Name. Der hat eine Verteidigung. Na gut, wir müssen abwarten. Ich muss erstmal ein bisschen was ausbilden und deswegen werden wir, nachdem wir die Magiewerkstatt verbessert haben oder gemacht haben, werden wir auf jeden Fall das hier verbessern. Das dauert 2 Stunden, aber wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen das unbedingt. Dann gehen wir nicht auf 20 hoch. Auf 20, Freunde. Das wird unsere Kampfkraft nach oben steigen lassen. Achtung, wenn du den Raum verbesserst, werden sämtliche Aktionen der Bewohner unterbrochen. So, Freunde, ein neuer Tag ist angebrochen und wir sehen, Kiri kriegt ihr Kind, stolz Eltern. In der Burg wurde ein Baby, Martin, geboren. Martin, herzlich willkommen. Was? Bearbeitungsmodus? Nein. Auszoomen wollte ich. So, ich wollte den ganzen Scheiß hier einsammeln. Ja gut, jetzt habe ich, glaube ich, zu viel, ne? Ja, ist voll. Ist voll, aber das macht ja gar nichts. Wir haben diesen Raum hier fertig, das heißt, wir werden Reggie zum Trainieren schicken. Weil Reggie wird Serana ersetzen für einen gewissen Zeitraum, selbstverständlich. Wir brauchen natürlich auch Ersatz für die anderen, das heißt Magier. Und ich glaube, ich muss Plopperus ersetzen. Weil ich würde jetzt ungern einen mit 2 Sternen in den Kampf schicken. Silot haben wir hier. Heinz. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal die beiden an. Wir haben hier Elias mit Werten von 3, 3, 3, 3, 3. Und Plopperus. Ich glaube, Plopperus, du bist der Kandidat, der ausgetauscht werden muss, denn wir brauchen einen Ersatzmagier. Und deswegen wirst du Heinz ab sofort. Plopperus. Ja, da habe ich leider keine andere Wahl. Ich muss noch ein bisschen umdisponieren, damit ich eure Wünsche auch irgendwie erfüllen kann. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und währenddessen wir hier schwanzulieren, werde ich erstmal diese 5 Minuten nutzen,
Wir haben ja sowieso noch ganz, ganz viel zu tun am Anfang des Tages. Wir müssen uns die Karte angucken, wir müssen uns die Gegner angucken. Da können wir auch ein bisschen Zeit darin verlieren. So, und du wirst... Warte, jetzt muss ich mal kurz Discord aufmachen. Discord? Discord? Discord versteckt sich hinter dem Fenster, okay. So, Name, Notizen. Wir haben Sir Ixelot. Er würde gerne Schatzmeister sein. Name ändern. Sir X. Warte. Wie hat das geschrieben? Sir X. So, 1:1 nachgeschrieben. Ha, das passt auch. So, fertig. Und du, Sir Ixelot, wirst ein Schatzmeister, der, jetzt pass auf, den Magier, also einen Magier ersetzt während seines Trainings. Das heißt, du wirst auf jeden Fall zuerst trainieren, weil ich darf meine Burg natürlich nicht ungeschützt lassen. So, jetzt gucken wir uns das hier Ganze mal an. Ich sollte zuerst auf jeden Fall die kleineren nehmen. Ich habe kaum Gold. Wieso habe ich kaum Gold? Gib mir Gold. Danke. Oh nein, das kann ich nicht abholen. Ah, wegen der Magie. Oh, Magie. Wir bauen einfach irgendwas. Fertig. Was haben wir denn hier? Ein Zauber verwende ihn beim Angriff, um einen Vorteil zu erringen. Die magische Kugel trifft einen der Gegner und verursacht bei diesem 3000 Schaden. Oh, cool, fertig nochmal. Ein Zauber verwende ihn beim Angriff, um einen Vorteil zu erringen. Er erhöht den von Verbündeten verursachten Schaden um 15% für 20 Sekunden. Machen wir alles fertig. Komme ich zurück? Okay. So, das sammle ich jetzt noch nicht ein. Ich werde jetzt erstmal diese Quest hier einsammeln. My Lord, ab jetzt können wir Zauber in der Magiewerkstatt fertigen. Was du nicht sagst, das habe ich schon gemacht. Okay, baue einen Mana-Pool, dort können wir das Mana lagern. Das wird auf jeden Fall auch noch ein Fall sein. Ich weiß, wir brauchen eigentlich diese 50.000, um endlich die Clan-Festung zu machen. Oh, Werbung. Ach, kriege ich jetzt keine neue Werbung? Wie dämlich ist denn das? Naja. Auf jeden Fall Mana-Pool. Kostet 30.000. Wo soll ich das ganze Geld hernehmen? Erstmal öffnen wir unsere kostenlose Truhe. Das ist sogar richtig gut diesmal. Was hast du vor, Mr. Floschig? Wir haben Kluft des Schatzmeisters. Ja. Hm. Ist jetzt nicht der Bringer gewesen, muss ich sagen. Aber gut, wir gucken uns mal die Karte an. Wenn das Mr. Floschig wahrscheinlich kurz durchläuft. Ne, das sind meine Schnurrhaare. Nein, nein. Meine Schnurrhaare. Sieht man das? Da sieht man das. Ich habe seine Schnurrhaare gesammelt. Ja, geh auf den Platz. Tschüss. Er ist gerade vor meinem Bildschirm. Ich habe jetzt neben meinem Bildschirm extra nach links. Links neben meinem Bildschirm habe ich einen Platz für ihn eingerichtet, dass er sich da hinsetzen kann. Naja. Darum musste auch mein Mikrofon weichen von der Stelle da hinten, damit er sich da hinsetzen kann. Deswegen sieht man mir jetzt auch mein Mikrofon. Aber ich kann das Mikrofon natürlich auch aus dem Sichtfeld nehmen, so ist es nicht. Ich weiß nur nicht, wie dann die Qualität ist. Aber jetzt habe ich ja quasi eine Testaufnahme gemacht. Und jetzt weiß ich, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und dann werden wir es beim nächsten Mal sehen. So. Ein altes Mikrofon. Ist ein bisschen groß. Aber es ist cool. So. Eindringlinge. 5 Stück diesmal nur, aber gut. Invasion. Schließe 10 Invasionen in der vorgegebenen Zeit ab. Aber ich habe doch gar nicht. Wir haben nur 5. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Invasion. Wir haben es gestern schon erlebt. Wir müssen es nicht jetzt nochmal erleben. Oder heute haben wir es auch nochmal erlebt. Ich werde die Invasion jetzt einmal kurz durchgehen. Da wird nichts Spannendes passieren. Keine Sorge. Wir öffnen einfach gleich nur die Truhen. Besser geht's nicht. So, ich habe die 5 Gegner besiegt, die wir auf der Karte hatten. Wir müssen uns unbedingt um Essen kümmern. Wir werden in naher Zukunft Probleme mit der Nahrung bekommen. So viel steht fest. Wir müssen Kinder zeugen. Mehr Kinder. Heike, du bist noch nicht so weit schwanger gewesen, ne? Ja, gut, dann... Heike!
Mach mal. Und dann nehmen wir halt Elias mit. Auf dem Weg. Da freut sich einer. So, gut, die trainieren noch fleißig. Da habe ich noch so ein Ding ins Kirchens fertig gemacht. Wir öffnen jetzt fünf Truhen. Fünf Truhen, Freunde, fünf. Zählt nicht meine Finger, es ist eine Lüge. So. Geld, okay. Bogenschütze. Das müssen wir uns gleich angucken. Geld. Geld. Das ist wie auf meinem Geburtstag. Ich krieg nur Geld. Angriff Bogenschütze, ja gut. Was denn ein? Gut, das waren also die fünf Truhen, die wir jetzt bekommen haben. 3000, ja. Verringert, wenn Schaden erlitten wird, mit einer Chance von 21% den durch Gegner verursachten Schaden um 30%. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt haben wir diese kaufbare Ausrüstung bekommen. Naja, wieso nicht? Aber ich tendiere wirklich dazu, den hier auszutauschen. Eine Chance von Schaden bei einer Gegnergruppe. Wir verlieren wirklich nur sehr wenig. Achso. Okay, wenn wir Stufe 15 haben, dann kriege ich auf jeden Fall den Bogen. Sagen wir es so. So, wir gucken auf die Karte. Wir haben 17.000 Früchte noch übrig. Wir haben also noch ordentlich was. Wir gucken in den Orkwald und wir haben Ruichi. Spielen wir mal aus. Mal gucken, ob es das bringt. Ich möchte zuerst mal die menschlichen Spieler angreifen und dann werden wir erst in die Invasion starten. So, 7.000. Hast du eine Verteidigung, mein Freund? Du hast keine Verteidigung, du hast 7.000. Du hast einen Krieger mit Dolchen. Das ist Alexander. Ja, er ist auf Schaden ausgelegt, ne? Plus Rüstung. Matthias. Ist der Bogenschütze. Macht mehr Schaden. Er macht schon mehr Schaden. Wer ist denn scheiße? Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat einen falschen Typen drin. Weil sein Krieger da unten trainiert. Aha. Angriff, Angriff. Nice. Okay, ich würde sagen, den haben wir ziemlich fertig gemacht. Ich muss gleich mal gucken wegen der Lautstärke. Ich hoffe, ich übersteuere heute nicht zu viel. Ansonsten tut es mir leid. Der mit dem Dolchen ist schon nicht schlecht. Aber dafür kann ich auch ausweichen. Wie viel hältst du denn aus, sag mal? Oh mein Gott! Das war ja noch richtig knapp. Holy shit! Dabei war sein Magier kein Magier. Holy shit. Ja, gut. Geschenkengau, schaut mal nicht ins Maul, Freunde. Ja, das war's auch schon für heute mit Hastel Castle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und das nächste Mal, das bestimmt wie immer ihr mit euren Likes. Wenn euch also dieses Video gefallen hat und ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr morgen noch eine Folge seht. Und ab 15 Likes, Freunde. Heute war es knapp, heute waren es nur 14, aber wenn ihr es schafft, heute 15 Likes hinzukriegen, dann kommt morgen eine längere Folge. Versprochen. Haut rein, euer Siron. Tschüss.